Zwei neue Autos stellte Nissan diesen Herbst in Genf vor. Beginnen wir beim teureren. Der Murano ist Nissans Antwort auf den Porsche Cayenne. Dementsprechend hat er auch einen ziemlich starken Motor drin. V6, 3,5 Liter, 256 PS, 334 Newtonmeter Drehmoment. Da geht schon ganz schnell was weiter. 0 auf 100 in 8 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 210 km/h. Das ist für so ein großes Auto doch anständig. Der bisherige Nissan Murano hat ja schon alles gehabt, was das Herz eines Automobilfahrers erfreut. Der neue ist natürlich eine deutliche Verbesserung mit vielen Features. Er hat ein neues CVT-Getriebe, er hat zum Beispiel ein Bose-Soundsystem mit 11 Lautsprechern. Er hat zwei Kameras als Einparkhilfe, einmal nach hinten und einmal seitlich. Lassen Sie mich etwas über das CVT-Getriebe erzählen. Bei einer normalen Automatik oder auch beim DSG zum Beispiel, schaltet das Getriebe zwischen den Gängen hin und her. Beim CVT funktioniert das Ganze stufenlos. Das heißt, es gibt beim normalen Dahincruisen überhaupt keine Gangwechsel. Der Vorteil ist der, dass man das CVT so einstellen kann, dass der Motor immer im optimalen Drehzahlbereich läuft. Also entweder so, dass er möglichst wenig verbraucht oder dass er möglichst viel Kraft hergibt. On the new Murano, we've enhanced the CVT to give it much better response and a more linear acceleration feeling. The system also has a manual mode. These are not real gears, but it uses the continuous variation to go to these preset positions, which is very useful, particularly if you are wanting some additional engine braking when you're going down a steep hill. Die Vorteile von dem Getriebe sind sicherlich, dass es einmal wesentlich sparsamer ist, wesentlich umweltschonender. Und auch wesentlich komfortabler, weil man einfach den Schaltvorgang nicht so merkt wie bei einem herkömmlichen Automatikgetriebe. Ein besonderes Zuckerl des neuen Murano ist der selbstreparierende Lack, der durch die Wärme der Sonneneinstrahlung kleinere Lackkratzer einfach verschwinden lässt. Ein Traum für jeden waschstraßengeplagten Autobesitzer. Ein wesentlich günstigeres Zuckerl für SUV-Fans bietet Nissan ab diesem Herbst in Österreich an, den neuen Qashqai Plus 2. Der Nissan Qashqai hat eingeschlagen wie die sprichwörtliche Bombe. Mittlerweile bereits über 8000 Fahrzeuge verkauft. Man sieht ihn auf den Straßen und jetzt gibt es die logische Weiterentwicklung des Qashqai, nämlich den Qashqai Plus 2. Qashqai Plus 2 bedeutet, dass der Qashqai jetzt zwei zusätzliche Sitze hat. Das heißt, dass wir den Qashqai nun auch als 7-Sitzer anbieten. Der Nissan Qashqai ist vor allem eins, praktisch. 130, 540 oder bis zu 1520 Liter schluckt der Kofferraum. Man kann die Rücksitzbank verschieben und alle drei Rücksitzlehnen einzeln umlegen. Die Zuladung ist auch nicht so schlecht, 588 Kilo und als Anhängelast 1400 Kilo. Da geht sich schon ein anständiger Wohnwagen aus. Die große Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, wie sitzt man in der dritten Sitzreihe? Und das fragen wir am besten unseren Kameramann, den Alex. Wie geht's, Alex? Passt super, hasse ich. Bisschen heiß, sagt er. Ja, wie hat man die zwei Sitze hinten hineingebracht? Ja, man hat den Qashqai um 21 cm verlängert, aber nicht nur das, man hat auch den Radstand verlängert. Das Auto hat somit weiterhin die tollen Fahreigenschaften vom Qashqai und auch wesentlich mehr Platz, wesentlich mehr Variabilität, also absolut ideal für Familien. Also der Qashqai Plus 2 hat wirklich sämtliche komfort- und sicherheitsrelevante Ausstattung. Nur ein paar Highlights, er hat schon in der Basisausstattung 17 Zoll Leichtmetallfelgen, er hat eine Bluetooth-Schnittstelle fürs Mobiltelefon und ein absolutes Highlight beim Qashqai Plus 2 ist das Panorama-Sonnendach, was wirklich sehr, sehr groß ist und wo auch die Passagiere in der zweiten und in der dritten Reihe den Blick auf den Himmel genießen können. Wir waren vom Qashqai Plus 2 sehr angetan. Er ist beinahe so praktisch wie ein Minivan und sieht dabei absolut trendig offroadig aus. Die Motoren sind mit 141 Benzin oder 150 Diesel PS äußerst agil und liegen beim Verbrauch im angemessenen Rahmen. Das Fahrwerk ist europäisch straff und beide neuen Nissan Crossover punkten mit praktischen Ideen. Die Preise für den Qashqai Plus 2 starten bei rund 25.000 Euro. Der Luxusliner Murano kostet je nach Ausstattung 56.000 oder 60.000 Euro.